Hallo und willkommen zurück! So, ich werde mir gleich die Haare bei meiner Brust rausreißen, weil ich so genervt bin von diesem Spiel. Genannt der Angry Video Game Nerd Adventures. Ah, da fängt schon wieder an. Steine! Steine! Das Weapon sucks. Naja, ich habe damit getroffen. Ja, jetzt sehen wir die Checkpoints. Au. Ich habe jetzt auf Normal umgestellt. Wir haben 1, 2, 3 Leben mehr. Ja, schmerzhaft. Diese Beleidigung. Nein. Klappt nicht so ganz. Ui. Das war knapp. Treff ich dich so? Nee. Zombie in die Schnauze. Oder was auch immer du darstellen sollst. Okay, klappt nicht so ganz, wie ich dachte. Mach was wieder so auf die Art. Und treffen ihn. Komm schon. Du Bastardo. Du uneheliches Kind. Ja. Das hätte ich geschafft. So halbwegs. Hep. Ein Leben mehr. Das ich höchstwahrscheinlich irgendwann gleich jetzt verpralle. Ich muss doch überlegen, ob ich das überhaupt ziehen soll. Nicht, dass es auch wirklich passiert. Au. Geh weg. Das war knapp. Das war nicht so knapp. Ja. Stacheln sind eh mein liebstes Mittel, um mich umzubringen. Wie ich vielleicht schon in Rogue Legacy gemerkt habe. Oh. Ach, da ist ja ein Knopf. Ich nenne die Dinger jetzt immer Knöpfe. Ach, fu. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Oh, ein extra Leben. Ich hab's mir geholt. Mit vollem Körpereinsatz. Take one for the team. Ich mag die Stelle doch so sehr. Das erinnert mich über meine Schulzeit. Das sah es ungefähr genauso aus. Ich musste ungefähr so ein Parcours zurücklegen, bis ich wieder endlich in meinem Klassensaal gekommen bin. Natürlich haben alle anderen Kinder den leichteren Weg bekommen, nämlich die Treppe. Weil das hier führt erstmal in den Keller. Und vom Keller darf ich dann wieder eine andere Treppe nehmen, die dann zur anderen Treppe aufschließt, die alle Kinder benutzen durften. So hat es immer für alle Kinder ausgesehen, dass ich gerade nicht unbedingt sterben würde, sondern dass ich auch wie alle anderen normal kommen würde, halt von einem anderen Eingang. Weil ich special bin. Ja, verschwinde doch schneller. So, whippity-boo. Ja, diesmal seid ihr schnell verschwunden. Ich hau drauf, mich nicht umzudrehen, weil dann renne ich in diesen Scheiß rein. Breakdance. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, das war ein Stück zu weit. Wie viele Beleidigungen, die sich da einfallen lassen, das ist echt herrlich. Ich hätte gleich durchrennen können.
Da eventuell auch. Da nicht. Vielleicht auch. Da hätte ich runterfallen können. Diesmal nicht. So, die ominöse Stelle, die mich zum Verzweifeln bringt. Yes! Wenn ich mit meinem Brusthahn da an das Ding anguck, bin ich tot. Frauen haben da Frauen echt einen Vorteil. Die haben keine Brusthaare. Dafür Brüste. Also auch wieder doch irgendwo ein Nachteil. Haha, bin ich gut. Oh mein Gott. Ah, na, 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 na. Ich komm näher, ich komm näher. Ja. Stirb. Wip. Warum brauche ich die Waffe, wenn ich eigentlich... Wenn ich eh alles mit einem Schuss... Ach, die kann ich mir für den Boss aufheben. Falls ich da hinkomme. Ich werde da hinkommen. Okay, jetzt nicht Panik kriegen oder sowas. Dreh dich doch um! Na? Ich spring vorsichtshalber. So. Hep. Hep. Nee. Bossy Boss kommt. Der Ding war so eine Einleitung. Aua. Okay. Wie besiege ich dich? Wo treffe ich dich? Wo treffe ich dich? Sich in die Eier treffen. You can't hurt Mr. Hyde. Oh. Okay. Erstmal den Trick rausfinden, wie ich da nicht sterbe bei dem Arschloch. Kann nicht in die Eier treffen. Oh. 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 Toll. Wie? Das ist sehr interessant alles. Gibt's da einen Knopf oder so? So. Versuche ich nur zu überleben irgendwie. Ich spring rein. Das kommt so auf einen zu und dann denkt man sich, oh, ich spring weg. Und plötzlich, naja, hat man es in der Schnauze. Oh. Cool. So, muss ich nur noch einmal überleben. Ah. Oh, geschafft. Ah.
Will ich jetzt schon wieder Continue gebraucht? Das wieder von vorne anfangen müssen, bis ich gerafft hat. Naja. Stage clear! Yay! Wow! So, das war Part 2. Bei Welcome to Gameland. Hehehe. The Angry Video Game Nerd Adventures. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, ciao!